Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister's Outdoor Cooking. Heute gibt es wieder eine Leckerei aus dem Dutch Oven. Wir machen einen asiatischen Nudeltopf. Wie wir den machen, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Eigentlich wollte ich heute eine längere Nummer machen, aber ich bin heute in der Früh geimpft worden und da hat sich in der Zwischenzeit bei mir schon die Müdigkeit durchgesetzt und ich habe vorhin schlafen müssen, bin nicht aus die Puschen gekommen. Deswegen machen wir heute einen schnellen Nudeltopf, einen asiatischen Nudeltopf und was wir dafür brauchen, das schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen erst einmal an. Hauptzutat heute ist eine Hähnchenbrust. Wir haben ein 5-Gewürze-Puder, was da im Einzelnen drin ist, erzähle ich später. Wir brauchen Knoblauch, dann haben wir hier Sojasauce, wir brauchen Chilis, Karotten, hier haben wir ein paar Champignons, wir brauchen Zuckerschoten, dann haben wir hier einen Geflügelfond, die Sweet and Sticky Barbecue Soße von den Sizzle Brothers ist im Prinzip nichts anderes da wie eine Sweet Chili Soße und hier hinten versteckt ein paar Nudeln, das sind so griechische Kritiraki Nudeln, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ihr könnt die Nudeln nehmen, die ihr am liebsten mögt. Wir müssen schauen, ob uns für unsere Nudeln das bisschen an Geflügelfond, was wir hier haben, ausreicht. Wenn nicht, müssen wir da zur Not noch ein bisschen Wasser mit dazugeben. Ansonsten haben wir ein bisschen was zum Schnibbeln. Mit dem starten wir jetzt. Step 1. Wir schnappen uns Karotten und schälen die erstmal. Dann kleingeschnitten. Wir schnibbeln die Chilis. Die wichtigste Zutat, der Knoblauch. Der Hybrid hier, was ausschaut wie Mischung aus Erbsen und Bohnen, sind aber Zuckerschoten. Auch die werden klein geschnitten. Und der Hauptdarsteller, unsere Hühnerbrust. Auch da schneiden wir uns mundgerechte Stückel raus. Die Champignons, die sind eh schon klein, von dem her müsst ihr schauen, ob ihr die schneiden wollt oder nicht. Das war's an Vorbereitungsarbeit. Ihr könnt die Zutaten nehmen, die ihr gern mögt. Gerne auch Paprika. Ihr kennt ja alle meine Phobie gegen Paprika. Also bin ich nicht der größte Fan davon. Deswegen lasse ich die weg. Ihr könnt da Zwiebeln dazu geben, was euch beliebt. Und das war's dann. Und ich baue jetzt das Setup auf. Dann geht's weiter. Und da sind wir auch. Anbrutzeln nehmen wir das Ganze wieder mit dem Hockerkocher vom Barbecue Toro. Genauso wie den Kasan vom Barbecue Toro. Kasan ist auch wieder so Hybrid aus Kochtopf und Wok. Da habt ihr einen Deckel mit dabei. Und hier wie so eine Art Wok. Ich hätte gesagt, los geht's und wir heizen den Kasan jetzt erst einmal kräftig auf. Wenn wir schon asiatisch kochen, gibt es Sesamöl und nicht irgendein deutsches Sonnenblumen- oder Rapsöl. Da darf man mal eine ordentliche Menge dazu. Und wir starten mit den Chilis und Knoblauch und werden das erstmal schön anbraten. Da dürfen sich dann gleich unsere Pilze mit dazu gesellen. Ebenso unsere Karotten. Als letztes Gemüse geben wir jetzt unsere Zuckerschoten mit dazu. Das Ganze hat jetzt ein paar Minütchen hier schön vor sich dahin geschmurgelt. Jetzt nehmen wir unser Hähnchenfleisch und geben das mit dazu. Ziel ist es, dass wir auch hier ein bisschen Farbe dran bekommen. Das muss aber nicht sein. Wichtig ist, dass das Fleisch einfach nur ein bisschen mit angart hier drin und die Temperatur ein bisschen runter reduziert, da wir hier richtig ordentlich Dampf oben haben und unser Gemüse sonst nur verbrennen können. Wieder sind ein paar Minuten vergangen und unsere Zutaten haben hier schön dahin gebrutzelt. Jetzt werden wir das Ganze ein bisschen würzen. Ihr könnt das Salz nehmen, aber da haben wir heute Sojasauce, typisch asiatisch. Da geben wir jetzt einfach so einen guten Esslöffel bis zwei dazu. Das sorgt für die nötige Würze. Und das riecht gut, Freunde. Absolut geil. Knoblauch, Chili, schönes frisches Gemüse und Hähnchenfleisch. Hervorragend. Und wenn ihr glaubt, alles ist genug angebraten, dann werden wir das Ganze jetzt ablöschen. Ich habe hier Geflügel vor, ihr könnt auch Geflügelbrühe nehmen.
Alternativ nur Wasser, da nehmt ihr, was ihr mögt. Ich habe es ja erwähnt, wenn uns die Flüssigkeit nicht ausreicht, werden wir nur ein bisschen Wasser mit dazugeben. Dann schnappen wir uns unsere Kritaraki-Nudeln und werden die hier drüber geben. Wie viel das ihr da nehmt, das ist ganz euch überlassen. Wie anfangs auch erwähnt, ihr könnt die Nudeln nehmen, die euch am besten schmecken. Und jetzt, wo nichts mehr anbrennen kann, können wir auch noch ein bisschen Würze mit rangeben. Wir haben hier ein asiatisches Gewürz. Das 5 Gewürzepulver. Das besteht aus Sternanis, Fenchel, Zimt, Pfeffer und Nelken. Und da werden wir jetzt mal so einen halben Teelöffel bis Teelöffel dazugeben. Und dann schauen wir, dass wir das Ganze immer regelmäßig rühren. Also nach Anleitung soll es 14 bis 16 Minuten dauern, bis unsere Nudeln, Reisnudeln hier gar sind. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die Flüssigkeit kontrolliert. Und da werden wir relativ bald nochmal was brauchen. Also werde ich vorsorglich schon mal Wasser holen. Und da schaltet ihr euch dann wieder mit dazu. Und da sind wir wieder. Wassertechnisch wird das Ganze jetzt echt schon richtig wenig. Ich habe jetzt hier mal so gut einen Dreiviertel Liter vorbereitet. Da gebe ich jetzt einfach mal einen guten halben mit dazu. Den werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Was optional ist, was ich jetzt hier mache, einfach, dass da noch ein bisschen Geschmack mit rankommt. Denn Wasser schmeckt ja so nach nichts. Deswegen gebe ich jetzt hier noch ein bisschen Salz mit dazu. Und wir werden jetzt so lange warten, bis unsere Reisnudeln, Kritiraki-Nudeln hier fertig gekocht haben. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Und da sind wir wieder. Gute Viertelstunde ist jetzt vergangen und das letzte Wasser zieht hier langsam in unsere Nudeln ein. Die sind auch um einiges größer geworden und die sind dann auch ziemlich bald fertig. Ich habe Angst, dass das Ganze jetzt anbrennt, deswegen werde ich jetzt die Hitze wegnehmen. Das langt so, wenn alles nur noch nachzieht. Prinzipiell habt ihr jetzt schon ein fertiges Essen. Das könnt ihr da jetzt so essen, wenn es euch denn geschmacklich so passen würde. Ihr könnt da Kokosmilch mit dazugeben, dann geht das Ganze sogar in so eine Richtung Curry. Aber ich werde das Ganze heute noch richtig schön finishen. Für meinen persönlichen Geschmack finishen. Ihr müsst es nicht machen. Und ich habe hier die Sweet and Sticky Soße von den Sizzle Brothers auf Barbecue-Basis. Ist nichts anderes da. Ist schon ein bisschen was anderes da. Aber kommt im Prinzip aufs Gleiche drauf raus, wie wenn ihr eine Sweet Chili Soße nimmt. Eine ganz herkömmliche. Kann ich euch empfehlen. Aber ansonsten probiert einfach mal diese hier aus. Die hat noch so eine leichte Barbecue-Note mit dabei. Und das macht das Ganze einfach nur mal einen Ticken geiler, kompletter. Und da werden wir jetzt hier noch einen kräftigen Schuss hier mit rangeben. Und meine große Hoffnung ist ja, dass wir hier dann wirklich noch so einen roten Touch hier mit ranbekommen. Jetzt werden wir das Ganze hier nochmal vermengen. Oh, das mit der Farbe klappt leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das tut aber nichts zur Sache. Das Ganze wird trotzdem geilomat schmecken. Oh, und schön schlonzig, Freunde. Schaut euch das an. Richtig geil. Oh, und dann sind wir auch soweit fertig. Ich werde jetzt noch ein bisschen Petersilie mit rangeben. Mein Titelbild, Thumbnail schießen und danach können wir das Ganze probieren. Ich bin mega gespannt. Riechen tut das Ganze hervorragend. Dann sind wir ready. Ich packe mir hier was drauf auf meinen Löffel und gebe mal was in die Schüssel. Einen anderen Löffel habe ich jetzt auch gerade nicht, deswegen wird der hier gleich zum Probieren verwendet. Und dann sage ich guten Appetit. Also hier haben wir eine absolute Geschmacksexplosion in unserem Mund. Das ist so pervers geil. Das ist unglaublich, Freunde. Dominanter Geschmack in erster Linie. Erst einmal das scharfe und knoblauchige, was wir hier haben. Das springt einen einfach so richtig an und dann kommt dieses geile, weiche Hähnchenfleisch, dieses knackige, wirklich noch knackige Gemüse. Wir haben es ja kaum 10 Minuten, Viertelstunde gekocht, also da ist auf jeden Fall noch Biss da. Und was man wirklich sagen muss, dieses Gewürz hier mit Nelken und Sternanis, das gibt dem Ganzen hier so einen Touch von Geilheit. Sowas müsst ihr probiert haben. Die Chinesen sind einfach die absoluten Götter für mich, was Gewürze betrifft. Also das ist sensationell, was die mit ein paar Zutaten hier in ihre Gerichte, was die da reinballern und das werden einfach gigantische Gerichte dadurch. Und was mega, mega nice ist, ist einfach dann noch hier unser Abschluss mit der Sweet and Sticky Barbecue Soße. Für mich genau das Richtige. Wie gesagt, für euch müsst ihr das natürlich abwägen, ob ihr das mögt. Hätte bestimmt auch ohne diese Soße dann geschmeckt, aber ich finde es so definitiv geiler. Vertraut mir da, probiert es einfach aus.
Mehr ist hier dann auch nicht mehr zu sagen, das war eh schon viel zu viel. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber trotzdem ein richtig schönes, geiles Rezept mit Hähnchen. Mir hat es gefallen, mir hat es geschmeckt. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Wenn es so war, gebt mir doch wieder den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein. Hier oben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Und ich werde mir jetzt dann hier mein Asia-Nudeltöpfchen hier schmecken lassen. Sag nochmal guten Appetit. Wünsche euch alles Gute. Danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.